Hallo, ich bin Eli Jenix und das ist der 7. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part haben wir ja unser erstes Huhn bekommen. Danke übrigens für die ganzen Namensvorschläge. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Außerdem hat Emma ein wenig mit Raoul geflirtet. Also passiert ist ja leider noch nichts wirklich. Aber zumindest haben sie einmal geflirtet. Und für diesen Part habe ich mir jetzt überlegt, dass wir den Geburtstag der Drillinge nachfeiern. Also, dass wir Gabriel einladen. Und ja, dann kann Emma sich einfach wieder einmal ein wenig mit ihm unterhalten. Und hier sind wir wieder im wunderschönen Hanford-on-Bagley. Bevor ich jetzt aber irgendetwas anderes mache, schaue ich noch einmal schnell bei den Männern vorbei, die ihr mir erstellt habt. Ich habe nämlich letztens vergessen, die benutzerdefinierten Inhalte zu aktivieren und deshalb habe ich einige nicht gesehen. Der Hashtag lautet Elienix100Männer. Genau, hier haben wir ihn. Und nun sehen wir auch wirklich alle. Hier haben wir die Familie Brown. Also hier haben wir Louis und seine kleine Schwester Stella. Dann haben wir noch die Familie May. Ja. Und zwar haben wir hier Steve und Chris. Das hier sind die Meyer-Geschwister. Die beiden haben ihre Eltern verloren. Chris ist ein Magier und sein Bruder Steve nicht. Deswegen hat Steve immer versucht, auch ein Magier zu werden. Aber als Nicht-Magier konnte er nicht in die Magierwelt und deshalb musste er immer Chris dabei haben. Und dann haben wir noch die Familie Lent. Hier haben wir Leon, Josephine und Thomas und den Hund Max. Die sind Sims für die 100 Baby Challenge. Diese Familie hat russische Wurzeln. Leon ist ein Gamer und zockt jeden Tag, liebt es aber auch raus mit Freunden zu gehen. Seine Mutter ist eine liebevolle, sein Vater hingegen etwas streng. Er liebt seinen Hund über alles. Hoffe, die Familie gefällt dir und du kannst damit etwas anfangen. Okay, dann gleich einmal Dankeschön an euch drei. Also Dankeschön an Cyber068, an Linas Live und an Tomkra. Und dann werde ich die drei Familien gleich mal irgendwo platzieren. Okay, die beiden leben in Hanford. Hier haben wir sogar noch ein leeres Haus. Haben da nicht die beiden Senioren gelebt? Das ist kein gutes Zeichen, wenn die auf einmal nicht mehr da sind. Daran können wir jetzt auch nichts verändern. Dann ziehen die beiden hier jetzt ein. Und es geht weiter. Dann haben wir eben noch die Familie Meyer. Wo könnten wir die denn hinziehen lassen? Die lassen wir jetzt einfach nach San Myshuno ziehen. Hier wohnt ja noch fast niemand. In diesem Apartment wohnt übrigens Gabriel. Vielleicht könnt ihr euch an das Apartment vom Intro noch erinnern. Und ich glaube, ich lasse die beiden hier einfach direkt neben ihm einziehen. Für zwei Personen ist die Wohnung zwar tatsächlich ein wenig groß, aber dann haben die beiden eben auch ein Gästezimmer. Gut, und dann haben wir noch die Familie Lenz. Vielleicht gebe ich die einfach gleich nach Brindleton Bay, da sie ja einen Hund haben. Falls hier zumindest etwas frei ist. Okay, nein, leider nicht. Hier in Windenburg gibt es noch ein Haus, dann ziehen sie jetzt einfach hier ein. Könnte zwar ein wenig eng werden, aber das schaffen sie mit Sicherheit. Und dann hätten wir auch das geschafft, zurück nach Hanford-on-Bagley. Übrigens werde ich offscreen noch einmal bei allen Haushalten vorbeischauen. Ich habe ja nicht alle Erweiterungspacks und ich möchte nicht, dass die Sims halbnackt in der Welt herumlaufen. Aber gut, dann gehen wir jetzt zu Emma. Und hier sind wir jetzt. Es ist Mittwoch 8 Uhr früh und hier ist unsere unglückliche Henne. Denn sie ist ausgehungert, aber Emma hat sie zum Glück gerade gefüttert. Ich werde sie jetzt auch gleich umbenennen. Und zwar hattet ihr die Idee, dass wir unseren Hühnern ganz deutsche, altertümliche Namen geben. Und deshalb beginne ich jetzt einfach mal mit Hildegard. Das ist unsere Hildegard. Und sie hat ein Ei eingesammelt. Sehr gut. Dann werden wir uns schnell um die Kinder kümmern. Also wir werden einfach Frühstück machen. Dann servieren wir einmal Rührei mit Speck und zwar eine Familiengröße. Ein Gefühl erhalten. Es ist so lustig mit dir. Ich verbringe wirklich gerne Zeit mit dir und hoffe, dass es dir genauso geht. Sie sind so lieb. Aber sonst geht es den Kids sehr gut. Gut, wer schläft dann noch? Violet ist sogar noch am Schlafen, aber das ist schon in Ordnung. Gut, nach dem Kochen kann sich Emma dann gleich einmal um den Garten kümmern. Und zwar werden wir hier einmal gegen Käfer einsprühen. Dann werden wir alles ernten. Dann werden wir auch hier gegen Käfer einsprühen und auch hier alles ernten. Daisy ist schon wieder auf dem Weg in den Garten. Ich habe keine Ahnung warum, aber sie liebt es, mit den Pflanzen zu sprechen. Also sie brabbelt hier dann immer mit den Karottenpflanzen. Und es scheint ihr wirklich viel Spaß zu machen. Okay, was macht Violet? Violet ist hier hinten am Tanzen. Violet sage ich Ivy. Das ist natürlich Ivy. Und jetzt möchte auch sie mit den Pflanzen sprechen. Aber gut, das können sie sehr gerne machen. Das finde ich wirklich sehr cool. Die Kinder sind sehr, sehr leicht zu unterhalten. Können wir eigentlich schon etwas hier bei diesem Baum machen?
Okay, ja, Jäten und gegen Käfer einsprühen. Also Emma hat einiges zu tun. Während Emma sich um den Garten kümmert, zeige ich euch jetzt etwas, das ich die ganze Zeit schon vergessen habe. Und zwar habe ich ja einen Mod in meinem Spiel, wodurch Merkmale vererbt werden können. Und ich muss mir noch anschauen, ob die Kinder Merkmale geerbt haben. Und zwar Daisy. Also, sie ist ohnehin schon eine Charmeurin und albern. Und zusätzlich ist sie noch romantisch. Also, das hat sie eben geerbt, weil ich glaube, beide ihre Eltern sind romantisch. Ivy hat sich gerade mit einem Fuchs angefreundet. Ich glaube übrigens, dieser Fuchs glitscht hier. Also der ist die ganze Zeit hier. Ich werde ihn einfach einmal zurücksetzen. Ivy, okay, Ivy ist nur heikel und engelsgleich. Sie hat kein Merkmal geerbt. Und Violet, Violet ist anhänglich, engelsgleich. Und dann hat sie noch geerbt, dass sie kreativ ist und dass sie ein Bro ist. Also, wenn ich mich richtig erinnere, sind das beides Merkmale von Gabriel. Also, Violet kommt anscheinend sehr nach ihrem Vater. Das gefällt mir sehr gut. Das wird, glaube ich, eine ganz coole Storyline. Und jetzt frühstückt sie und Emma ist hoffentlich auch schon bald mit dem Garten fertig. Sie hat jetzt Level 3 der Gartenfähigkeit erreicht und hat jetzt Spaß bei der Gartenarbeit und kann jetzt Pflanzen düngen. Sehr cool. Und Emma hat jetzt alles fertig geerntet. Wir haben einige Blumen, das ist wirklich sehr gut. Ich gebe das mal in den Kühlschrank, weil ich bin mir nie sicher, ob wir daraus nicht vielleicht etwas machen können, das mehr wert wäre. Gut, was können wir einmachen? Wir können schon Marmelade machen, sehr cool. Dann machen wir Blaubeermarmelade. Dann machen wir eingemachte Pilze, und zwar eingemachte liebliche Pilze und dann noch eingemachte normale Pilze. Und dann machen wir auch noch einen Fleischersatz. Gut, und das können wir dann am Marktplatz verkaufen. Ich hoffe, den Kindern geht es noch immer gut. Ivy hat Hunger, aber dann könnte sie vielleicht einfach etwas essen. Violet geht es super gut und Daisy geht es auch sehr gut. Perfekt. Dann geben wir das in ihr Inventar. Vielleicht hätte ich da aufräumen sollen. Bess Sterling ruft uns an. Nein, ich hätte dir auch kein Geld gegeben, wenn ich es hätte. Gut, ich weiß nicht, warum die alle so unordentlich sind. Ich muss die ganze Zeit für sie aufräumen. Ivy hat soeben mit Valentin Bekanntschaft gemacht. Ich finde das so cool, dass das Spiel genau das macht, was ich will. Also Ivy freundet sich einfach die ganze Zeit mit irgendwelchen Tieren an. Und außerdem redet sie die ganze Zeit auch mit Pflanzen. Und sie ist total müde. Ja, okay. Dann mach ein Nickerchen. Wie geht es euch? Anderen sind irgendwie nicht müde, obwohl sie alle gleich viel geschlafen haben. Das finde ich ein wenig seltsam, aber okay. Was ist eigentlich das? Ach, ich glaube, das ist ein Debug-Objekt. Das muss ich auch irgendwann verkaufen. Haru fragt sich, ob ich zu ihm rüberkommen und abhängen möchte. Nein, aber er kann sehr gerne vorbeikommen, denn wir müssen jetzt ohnehin in die Stadt fahren, um die ganzen Sachen zu verkaufen. Haru, dann komm du einfach her und kümmere dich in der Zwischenzeit um die Kinder. Vor allem um Daisy. Ja, Daisy, vielleicht solltest du einfach auch ein Nickerchen machen. Und Ivy sollte auch ein Nickerchen machen. Kinder, geht doch einfach schlafen, wenn ihr müde seid. Und Emma, wenn du stinkst, könntest du vielleicht baden? Aber zuerst bittest du deinen Vater hinein. Irgendwie wollen die Kids nie in ihren Betten schlafen. Oh, ich hätte die Tür vielleicht aufsperren müssen, dass er hineinkommt. Oh, dann mache ich das noch schnell. Abschließen für jeden außer Familienmitglieder. Oh, ich habe total die Zeit übersehen und es ist einfach schon kurz vor 11 Uhr. Also auf den Markt können wir jetzt einmal gar nicht gehen. Das ist sehr blöd. Ich wollte nämlich eigentlich morgen, also am Donnerstag, dass eben Gabriel vorbeikommt und dass wir mit ihm den Geburtstag feiern. Und Freitag ist der Liebestag und da hätte ich mir gedacht, könnten wir vielleicht etwas mit Raoul machen. Aber ja, dann müssen wir auf jeden Fall noch bis zum nächsten Morgen warten. Aber wenn Haru jetzt da ist, dann wird Emma einfach so mal in die Stadt schauen. Vielleicht können wir ja so irgendwie an Geld kommen. Schauen wir mal zum Hanford-Restaurant und dann kann sie sich dort etwas zu essen holen. Ich bin mir ganz sicher, dass Haru nicht böse sein wird, wenn er sich einmal um seine Enkelkinder kümmern darf. Und hier sind wir. Oh, ich habe total vergessen, dass das ein wirkliches Restaurant ist. Dann wird sie wohl eher ein paar Karotten essen, die sie im Inventar hat. Das ist auf jeden Fall günstiger. Und ich schaue mich um, ob hier irgendwo etwas wächst, das wir pflücken könnten. Hier sind Beete, aber da wächst gerade nichts. Hier auch nicht. Hier könnte Emma fischen gehen. Dann machen wir das jetzt einfach mit Köderangeln. Okay, ja gut, dann angeln wir einfach mal mit einer Karotte als Köder. Keine Ahnung, ob das sich irgendetwas bringt. Aber in der Zwischenzeit schaue ich noch, ob wir irgendwo Pflanzen finden. Oh, hier hinten ist ein Friedhof.
Ach so, den kann man gar nicht besuchen. Und ich dachte schon, ich hätte etwas entdeckt, das ich noch nicht kannte. Hier können wir graben. Das ist auch immer sehr, sehr gut. Hier wäre auch ein Griller gewesen, auf dem sogar schon Essen oben war. Aber das habe ich leider vorher nicht entdeckt. Das Ganze habe ich jetzt ein wenig übersprungen. Es war nämlich nicht sonderlich spannend. Also wir waren dann noch kurz hier im Nationalpark. Und dort hat sie ein paar Pilze gepflückt und ein paar Schokobären und sich ein wenig am Angeln versucht. Aber ansonsten war es nicht wirklich spannend. Und Emma ist schon wirklich müde und es ist sehr, sehr spät. Deshalb fahren wir jetzt einfach wieder nach Hause. Ich habe übrigens die ganze Zeit Benachrichtigungen bekommen, dass die Fähigkeiten von den Kindern angestiegen sind. Deshalb schaue ich da jetzt mal kurz vorbei. Also Daisy hat Fantasie tatsächlich schon Level 4. Das finde ich echt großartig. Ivy hat Kommunikationslevel 3 und Violet hat Fantasie Level 3. Ich finde es total spannend, wie sie sich entwickeln, weil, wie euch sicher auffällt, aktiv spiele ich eher mit Emma, weil es noch so viel zu tun gibt. Und deshalb finde ich es total spannend, wie die Kinder sich sozusagen von selbst weiterentwickeln. Okay, die Fleischpastete ist verdorben. Was haben wir hier? Der Pfannkuchen ist noch normal. Dann werden wir den essen. Okay, den Kids geht es soweit aus gut. Das heißt, sie können sich wieder mit sich selbst beschäftigen. Okay, nein, Daisy und Ivy stinken ein wenig. Dann musst du die beiden nachher noch baden. Daisy und Ivy, wenn ich mich richtig erinnere. Ich verwechsel sie einfach die ganze Zeit. Gut, und dann werden wir noch etwas einmachen. Wir haben nämlich einen seltsamen Pilz gefunden. Genau, einen sattgrünen Pilz. Das werden wir dann noch einmachen. Und dann schaue ich auch noch, was wir sonst so gefunden haben. Okay, wir haben nur eine Zeitkapsel. Die verkaufe ich dann einfach gleich. Und dann haben wir noch gewöhnliches Tuning-Teil. Okay, und das alles. Oh, ein V-Tuning-Teil. Nicht schlecht. Und die anderen Sachen kann ich leider nicht verkaufen. Aber gut, dann bade schnell deine Kinder. Dann musst du noch kochen. Ich glaube übrigens, die Welt wird um einiges einfacher werden, wenn die kleinen Kinder endlich zu Kindern heranwachsen. Dann können sie nämlich auch im Haushalt und überall mithelfen. Und dann spielt Daisy auch vielleicht nicht mehr in der Toilette. Okay, wie geht es übrigens Hildegard? Die habe ich schon wieder fast vergessen. Das ist alles gut. Und dann muss Emma jetzt leider schlafen gehen, weil sie ist unglaublich müde. Aber wir werden nur ein Nickerchen machen und dann schauen wir direkt zum Marktplatz. Es ist einfach so viel zu tun. Wir haben gerade die Benachrichtigung bekommen, dass der Liebestag morgen ist. Auf den freue ich mich schon sehr. Und nach erfolgreichem Nickerchen gehen wir jetzt zum Marktplatz. Und hier sind wir. Warum haben die Stände noch nicht offen? Okay, perfekt. Dann werden wir zuerst wie immer mit Kim handeln und unser Glück versuchen. Es wäre echt cool, wenn es endlich einmal funktionieren würde. Da bekommt man dann nämlich auch mehr Geld, wenn man Dinge verkauft. Deshalb möchte ich immer mit ihr handeln. Und wir bekommen schon wieder nichts. Ich glaube, sie mag uns einfach nicht. Gut, dann werden wir unsere Dinge verkaufen. Okay, wir verkaufen unsere Blaubeermarmelade, unsere eingemachten Pilze, unsere anderen eingemachten Pilze und dann noch die sattgrünen. Dann noch den Fleischersatz, ganz viele Gänseblümchen, unglaublich viele Karotten. Geht das irgendwie schneller? Nein, okay. Ich muss tatsächlich auf jedes einzelne draufklicken. Gut, dann die Löwenmäulchen. Die Schokobären werde ich jetzt nicht verkaufen, da ich endlich das Schokoladensirup machen möchte. Gut, aber wir bekommen tatsächlich 862 Simoleons. Das ist wirklich, wirklich viel Geld. Und jetzt haben wir in der Haushaltskasse einfach 1330 Simoleons. So reich waren wir noch nie. Wow. Und mit diesem Geld werden wir jetzt das Haus ein wenig umbauen. Also in Wirklichkeit möchte ich einfach nur einen Tisch kaufen und für die Kinder einen Kuchen backen. Und dann können wir eigentlich auch schon Gabriel einladen und mit ihm einfach einen schönen Tag verbringen, dass er die Kinder eben kennenlernt und alles. Und ja, ich glaube, das wird eine sehr schöne Feier werden. Gut, und hier sind wir schon wieder. Emma könnte in der Zwischenzeit eigentlich einfach mal das Haus aufräumen. Das wäre gar nicht so schlecht. Ich glaube nämlich, dass ihr sehr wichtig ist, dass sie vor Gabriel gut dasteht, damit er eben weiß, dass sie alleine gut klarkommt. Aber gut, dann schauen wir jetzt gleich im Baumodus vorbei. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Ich bin nämlich normalerweise sehr picky bei meiner Einrichtung, aber ja, ich werde es für den Anfang jetzt ein wenig simpel halten. Ich suche einen schönen großen Tisch. Den würde ich dann da hier so in die Ecke stellen. Ich hätte nämlich irgendwie in Zukunft gern, dass dann hier auch eine Plattform ist, auf der sie dann essen können. Aber für das haben wir jetzt wirklich noch kein Geld. Dann kaufen wir einfach mal diesen Tisch. Ich glaube, der passt ganz gut. Dann brauchen wir noch ein paar Stühle. Was gehört hier denn dazu? Okay, da gibt es nur Tables.
Gut, dann muss ich mir so Sessel aussuchen, die dazu passen. Die sind eigentlich ganz cool. Dann platziere ich mal 3 von diesen Stühlen. Und dann brauchen wir auch noch Hochstühle. Wo finde ich jetzt die Hochstühle? Am besten unter Kinder. Hier, okay, die sind tatsächlich teurer als gedacht. Der ist günstiger. Das wird knapp. Aber gut, dann haben wir 3 Hochstühle und dann möchte ich eigentlich auch noch hier eine Lampe. Ja, ich glaube, das ist eigentlich ganz nett. Ich meine, wie gesagt, es ist noch sehr professorisch und das wird alles noch 1000-mal überarbeitet. Aber für den Beginn finde ich das eigentlich ganz nett, bis auf dass die Lampe nicht in der Mitte ist. Ist sie jetzt in der Mitte? Ja, sehr gut. Dann haben wir hier jetzt eine kleine Essecke. Irgendwie hätte ich auch noch gern einen Teppich. Geht gerade so unnötig Geld aus. Was will man mit so einem kleinen Teppich? Ich möchte einen großen, schönen Teppich. Wieso sind Teppiche in Sims entweder zu groß oder zu klein? Kann mir das irgendwer erklären? Ich verstehe es nicht. Der ist eigentlich ganz cool. Also jetzt nicht das Beste, das ich jemals gesehen habe. Aber für den Anfang... Nein, okay. Okay, er ist hässlich und kostet zu viel Geld. Gut, dann lassen wir das. Okay, Emma putzt jetzt eben noch fertig das Haus. Und dann werden wir etwas backen. Okay, dann backen wir einfach einen Schokokuchen. Und ich hoffe, in der Zwischenzeit machen die Kinder nicht mehr Dreck. Aber es sieht nicht so aus. Sie sind alle schon wieder halb am Stinken und haben Hunger. Sehr gut. Aber was will man mehr mit 3 Trillingen? Wie arg ist dieses Spiel? Emma backt gerade den Kuchen und danach hätte sie ja Gabriel angerufen. Und Gabriel meldet sich jetzt einfach von selbst. Gabriel möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Ja, Gabriel, das ist in Ordnung. Wir wollten dich gerade einladen. Das ist wirklich perfektes Timing. Und Emma hat jetzt auch die Backfähigkeit erworben. Eigentlich könnten wir das zu den Zielen dazugeben, also dass sie auch die Backfähigkeit maximieren muss. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Gut, dann kann irgendwer gleich mal Gabriel begrüßen. Daisy, mach du das doch. Geh du einfach raus und begrüße deinen Vater. Sie kennen sich noch gar nicht, aber sie verstehen sich schon sehr gut. Sie werden sich einfach gleich mal liebevoll umarmen. Komm schon, Daisy, das möchte ich sehen. Geh raus zu deinem Vater. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, dass die sich jetzt endlich kennenlernen. Es war definitiv an der Zeit. Oh nein, jetzt wird Daisy fast umgefallen, aber sie geht noch. Umarmt euch. Oh, ist das süß. Davon brauche ich ein Foto. Unbedingt. Ihr seid so zuckersüß. Jetzt auch nochmal mit Gabriels Gesicht vorne. Und Haru nervt uns schon wieder. Hey, ich habe ein besonderes Geschenk für dich, weil du so ein toller Nachbar bist. Und ich mich für deine Freundlichkeit und Freundschaft bedanken möchte. Möchtest du sehen, was es ist? Also ich könnte mir vorstellen, dass gestern die Kids irgendwie erwähnt haben, dass ihr Vater heute vorbeikommt. Und jetzt möchte Haru vorbeikommen und sich mit Gabriel streiten. Also genau so schätze ich ihn ein. Und deshalb ist er jetzt einfach so vorbeikommen. Aber okay, dann bitten wir ihn jetzt einfach mal herein. Schauen wir, ob er wirklich ein Geschenk für uns hat. Aber gut, und dann können wir auch Gabriel herein. Reinbitten. Geht Gabriel jetzt? Nein, du musst schon da bleiben. Gabriel, wir feiern jetzt etwas. Dann bilden wir einfach mal eine Gruppe mit ihm, dass er auf keinen Fall abhaut und gehen einfach mal zusammen hinein. Was ist mit dem Schokokuchen? Ah, hier ist die Torte. Perfekt. Emma hat sie schon auf den Tisch gestellt. Sie ist tatsächlich sogar von ausgezeichneter Qualität. Nicht schlecht. Und dann rufen wir einfach mal alle zum Essen. Und dann sollten sie alle kommen. Daisy, Ivy, Violet. Oh, ich habe die Tür noch immer nicht aufgeschlossen. Was ist mit mir? Aufschließen. Gut. Und dann noch einmal zum Essen rufen. Jetzt hat es aber funktioniert. Emma hat sich jetzt auch noch ein zweites Stück genommen. Oh, ich hätte daran denken können, die Kinder vorher in den Hochstuhl zu setzen. Das funktioniert jetzt natürlich nicht mehr. Deshalb sitzt Ivy jetzt hier am Boden. Daisy kommt überhaupt erst her und Violet setzt sich anscheinend auf ihr Bett. Aber in Ordnung. Wir feiern immerhin ihren Geburtstag nach. Sie dürfen machen, was sie möchten. Ivy stinkt auch schon wieder. Ich habe keine Ahnung, warum diese Kinder die ganze Zeit stinken. Dagegen kann man wohl nichts machen. Aber gut, dann sollen sich die Kids noch ein wenig mit ihrem Vater unterhalten. Komm, Ivy, red du jetzt einfach mal mit ihm. Und zwar wirst du ihm einen Klopf-Klopf-Witz erzählen und dann wirst du ihn umarmen. Und dann mischt sich Violet ins Gespräch ein, weil es ist Violet und ich glaube, sie steht sehr gerne im Mittelpunkt. Und zwar möchte sie dann mit ihm spielen. Über was unterhalten sich die beiden denn? Okay, er setzt sich jetzt einfach hin und starrt auf sein Handy.
Bibi. Gabriel, das ist nicht so cool, aber ja, eigentlich habe ich mir auch nicht mehr von ihm erwartet. Aber wenigstens unterhält er sich weiterhin mit ihr. Und jetzt erzählt er von seinem super coolen Auto, weil das interessiert jedes Kleinkind. Hey Ivy, du stinkst. Wow, er ist so unglaublich lieb und einfühlsam. Sagt einfach seinem kleinen Kind, dass es stinkt. Oh, aber jetzt umarmen sie sich. Okay, jetzt ist es wieder süß. Und jetzt ist Violet endlich dran. Sie erzählt ihm von Bären. Okay. Oh mein Gott. Ich liebe diese Interaktion. Das ist so unglaublich süß. Und Emma freut sich auch, dass er sich so gut mit den Kindern versteht. Ja, das war echt eine gute Idee. Aber Violet ist jetzt wütend, weil sie Nachtisch gegessen hat. Okay, alle Kids scheinen Zucker nicht sonderlich gut zu vertragen. Außer Daisy. Daisy fühlt sich tatsächlich energiegeladen. Was ist da gerade passiert? Gabriel hatte Geburtstag? Was ist das für ein Zufall? Wir wollten eigentlich nur den Geburtstag der Kinder nachfeiern. Und jetzt hatte Gabriel auch Geburtstag. Oh, das ist wirklich cool. Aber okay, jetzt ist es an der Zeit, dass Emma und Gabriel ein ernstes Gespräch führen. Und das werden wir definitiv nicht hier machen. Ich glaube, Haru bleibt in der Zwischenzeit einfach bei den Kids und wir suchen uns ein ruhiges Plätzchen. Wo könnten wir hinreisen? Ich möchte irgendwo hin, wo es eine Bank gibt, aber wo keine anderen Leute sind. Also vermutlich wäre es eh hier im Nationalpark am besten und dann werden wir dort jetzt mit Gabriel hinreisen und ich glaube, die beiden werden sich jetzt einfach im Guten trennen. Also sie wird einfach sagen, was los ist und wie es ihr eben mit den Kindern geht und dass er gern immer vorbeikommen kann, aber dass sie eben keine romantische Beziehung mehr mit ihm haben möchte. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Gut, dann setzen sich die beiden jetzt hier hinten hin. Kommt, tut, was ich euch sage. Gabriel fängt einfach an, mitten im Park Gitarre zu spielen. Ich finde ihn so cool. Er ist so ein cooler Sim. Also ich meine, wahrscheinlich war er ein bisschen ein Arsch zu Emma, aber ich finde ihn trotzdem unglaublich cool. Und Emma sieht so traurig aus. Also man merkt richtig, wie sie das Ganze beschäftigt. Davon brauche ich auch ein Foto. Gut, dann red jetzt einmal mit Gabriel. Und zwar werden wir jetzt mal freundlich sein und werden ihm eine fesselnde Geschichte erzählen. Also wir werden ihm einfach erzählen, wie unsere letzten Wochen hier waren. Dann werden wir ihm Erziehungstipps geben. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach sagt, hey, so und so gehst du am besten mit den Drillingen um. Das kannst du machen, das kannst du nicht machen, weil Gabriel hat ja absolut keine Ahnung. Sie hat ja bis jetzt wirklich alles allein gemacht. Jetzt haben die beiden auch ein Gefühl erhalten. Okay, ich bin gespannt. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Und sie sind noch ein Liebespärchen. Irgendwie sind die beiden schon süß. Es tut mir richtig weh, wie das enden muss. Aber gut, was machen wir als nächstes? Wir werden den Moment einfach genießen. Keine Ahnung, von welchem Mod das kommt. Ich habe absolut keinen Plan. Und dann werden wir ihn, glaube ich, bitten, einfach nur Freunde zu sein. Und ich bin wirklich schon gespannt, wie er darauf reagiert. Und jetzt erklärt sie ihm das alles. Aber ich glaube, er kann es verstehen. Er hat doch gemerkt, dass er hier nicht mehr reinpasst. Emma Potter und Gabriel Walter haben sich entschieden, ihre romantische Beziehung ausklingen zu lassen. Haben sie jetzt eine Stimmung miteinander? Nur Freunde. Ein Freund ist stets mit einem netten Wort zur Stelle. Das finde ich wirklich schön. Und dann werden wir ihm noch eine lustige Geschichte erzählen, einfach um das Ganze aufzulockern und ihm noch ein Kompliment machen. Aber ich glaube, dann können wir uns dann auch schon von ihm verabschieden und die Familienfeier sozusagen beenden. Gut, dann sagen wir auf Wiedersehen. Und ja, mit diesem Anblick werde ich den Part dann an dieser Stelle auch beenden. Im nächsten Part haben wir dann ja den Liebestag und dann können wir endlich auf unser erstes Date mit Raoul gehen. Darauf freue ich mich wirklich schon sehr. Und nun sind wir auch schon am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat und ich freue mich natürlich wie immer über jedes Kommentar, über jedes Abo und über jeden Like. Wie auch schon in meinem letzten Video gesagt, über Kommentare freue ich mich wirklich am meisten. Also lasst mir sehr gerne eure Kommentare da und euer Feedback. Darüber freue ich mich immer wirklich sehr. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!